Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Towns. Und wir sind hier ein bisschen Dreck am Wegschaufeln, um neue Fenster machen zu können. Und in der letzten Folge hat das Ganze mit dem Markieren ja nicht so wirklich gut funktioniert. Weiß der Geier warum? Jetzt auf einmal funktioniert's. Naja. So, dann können wir noch da Fensterchen setzen. Da fehlen sie nämlich noch. Und hier. Und dort. Ja. Genauso machen wir das. Oh, uns gehen hier die Storage Container aus. Sollten wir vielleicht auch nochmal welche bauen, ne? Container. Prepared Food. Wo haben wir die denn da? Da stehen die doch alle, ne? Machen wir einfach mal so. Und gut ist. Jetzt geht's ab. Oh, die hauen ab. Oder wie? Die laufen weg. Die sind in Panik. Sah zumindest so aus. Ist wer gestorben? Ach, der Zyklop. Nun ja. Ich stelle die Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen höher. Dann schafft man vielleicht auch ein bisschen was in den Folgen. Wenn wir hier in langsamer Geschwindigkeit rumkrebsen, kommen wir ja doch zu nichts. Vielleicht könnte ich doch noch ein paar Sachen mehr machen, weil hier stehen sie wieder dumm rum. Sieht es mit den Fenstern aus? Sind die mittlerweile da? Nein. Könnten wir rein theoretisch noch die Wände dazwischen setzen. Das ist nur die Frage. Machen wir das jetzt schon oder machen wir das nicht? Das sollte doch... Ah, Quatsch. Hier, das und das. Solange wir das Material haben, verbraten wir es auch. Ich hoffe auch mal, dass sie dann auch noch alle wieder runterkommen. Bis jetzt geht's ja. Neuer Händler, sei mir willkommen. Dann trapp mal an, du Klappstuhl, und zeig, was du hast. Ja, Holzsachen. Und wir produzieren anscheinend noch welche. Dann tun wir ihm doch den Gefallen und verkaufen das auch. Ist noch was Schönes im Angebot? Nö, nö. So, alles schön weg damit.
keinen Dreck mehr. Nö, dann brauchen wir wohl doch noch mehr für die Fenster. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Und dann gucke ich auch nochmal auf die Nahrung. Nicht, dass wir da jetzt vielleicht doch noch irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Da kann ich im Moment gut drauf verzichten. Ne, 23 Brote, das geht doch. Wir haben da zwar Schweine, die da jetzt auch rumlaufen, aber irgendwie... Backen, kochen ist doch ein Beruf, oder nicht? Baking, Cooking. Dann frage ich mich, warum das nicht klappt. Was hat man denn da eigentlich einen Auftrag gegeben? So. Kochen. Ham and Eggs. Wie sieht es mit den Eiern aus? Wild Chick Chicken. Warum kriegen wir keine Eier von denen? Oder machen wir vielleicht noch irgendwelches Rührei oder sowas? Lass mal gucken. Nö. Ham and Eggs. Dann machen wir hier halt, guckt, gekochten Schinken. Werden wir die Tiere zumindest auch ein bisschen quitt. Könnt natürlich auch noch Hähnchen machen, ne? Aber da haben wir im Moment ja auch keine. Tja, da machen wir nichts. Schon wieder kein, doch, ich wollte schon gerade sagen, schon wieder kein Matsch da. Aber da habe ich mich getäuscht. Sieht es mit dem Stein aus? Ja, nix. Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen Steine kloppen gehen. Machen wir natürlich erstmal hier. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah? Genau, tut mal was für euer Geld. Ihr dürft ja zwischendurch auch ruhig was essen gehen. Da habe ich ja nichts gegen. Und schon wieder ein Händler. Also mit dem Handel funktioniert ja ganz gut. Außer, dass er nie was hat, was wir wirklich brauchen oder wollen. Ist natürlich doof. Da, schon wieder Holzwaffen. Aber wir brauchen selber auch gar nicht so viele Holzwaffen herstellen, weil, ja, gut, also mehr als das Doppelte brauchen wir nicht herstellen, weil der hat ja sowieso nur 2100 knapp da drin. Und von daher, wenn wir jetzt mehr herstellen, dann werden wir das Zeug ja gar nicht richtig los. Macht ja dann auch keinen Sinn. So, und ich hätte eigentlich gerne noch ein paar Helden.
setze die Zone jetzt einfach nochmal neu. Vielleicht lag es ja da dran. So. Wer weiß. Wer wird denn da schon wieder platt gemacht? Da Spinnen. Ach, Schwein ist verhungert. Ach, wird nicht gefüttert, okay. Naja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Wir brauchen nicht unbedingt Fleisch. Bananenbäume wären aber immer noch nett. Jetzt ist das da alles nicht gesetzt. Dann machen wir es einfach nochmal kaputt und bauen einfach mal zwei neue. Wir haben es ja. Wo haben wir es denn? Furniture. Können wir eigentlich mal hier so ein Knochenbettchen setzen, ne? Warum auch nicht? Knochen haben wir ja genug. Was haben wir denn da noch hier? Aha, auf einmal geht's. Welch ein Wunder. Was machen wir denn hier mit? Können wir einfach mal bauen. Nur wo? Die Taverne? Dem Markt. Ich habe keine Ahnung. Architektentisch. Tatsache, Lack. Einfach mal die Betten zerstören und neu aufsetzen. Und auf einmal kommen die Helden an die Rand. Soll mir recht sein. Dann haben wir sie zumindest. So, wo bleibt der Händler? Da kommt er. Der verkauft Eisenwaffen. Ein Bambusstab. Eisenaxt. Verkaufen wir aber auch jetzt nur die Sachen hier. Aber das nicht. Federhut, komm weg damit. Braucht keine Sau. Knochenrüstung. Defense 450. Nee, weg damit. Ja. So. Häufen wir uns noch ein bisschen Reichtümer an. Du bist müde? Ja, warum gehst du nicht ins Bett? So, dann sollten wir jetzt aber unten auch ein bisschen zügiger vorankommen, oder? Vorausgesetzt, die Helden haben was drauf. Level 24, Level 19. Unbewaffnet.
Auch nicht schlecht. Okay, gucken wir mal, wie wir hier noch ein bisschen ausrüsten können. Können wir erstmal hier von oben anfangen. Machen wir erstmal hier alles Spider-Ride. Dann hier ATK. Wow. Das geben wir dem einfach mal. So. Wooden Longsword. ATK. 206 Damage. Ja, Eisenaxt. So, tut sich jetzt hier noch was? Wo bist du? Läufst wieder irgendwo rum? Du auch? Ach, und die haben Hungerschienen? Ja. Dann sehe ich auch, dass die Folge wieder zu Ende ist. Und ich hoffe, ihr seid doch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer wünsche ich euch bis dahin was. Euer Fitzbahn. Ciao.